Hi, ich bin Bianca von Babelli und im heutigen Video klären wir, wie sicher der voraussichtliche Geburtstermin wirklich ist. Der voraussichtliche Entbindungstermin ist so ziemlich das Erste, das dir der Arzt bei der Bestätigung deiner Schwangerschaft mitteilen wird. Wichtige Untersuchungen und auch der Mutterschutz orientieren sich an diesem Termin. Dabei ist der errechnete Geburtstermin alles andere als sicher. Warum das so ist und in welchem Zeitraum Babys tatsächlich geboren werden, das erkläre ich euch im heutigen Video. Nur 4 von 100 Babys kommen tatsächlich am errechneten Entbindungstermin. Wenn also eines sicher ist, dann, dass es der Entbindungstermin eigentlich nicht ist. Denn nur 4% aller Frauen gebären tatsächlich an diesem Tag. Oft will das Baby früher raus oder manchmal macht es sich noch hübsch und lässt ein wenig auf sich warten. Wenn man mal die Einleitung aufgrund von Komplikationen herauslässt, dann ist das Verhältnis ziemlich ausgeglichen. Die allermeisten Geburten starten 10 Tage vor bis zu 10 Tage nach dem errechneten Entbindungstermin. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass du an sich erstmal mit allem rechnest und dir keine Sorgen machst, auch wenn du über den Termin hinausgehst. Denn auch das ist völlig normal. Spätestens 10 Tage nach dem errechneten Entbindungstermin raten die meisten Ärzte zu einer Einleitung der Geburt. Ob sich diese Praxis auf Dauer halten wird, ist allerdings nicht ganz sicher. Sie ist aber definitiv der Grund dafür, warum es nur sehr wenige echte Übertragungen jenseits der 42. Schwangerschaftswoche gibt. Vorher spricht man übrigens nur von einer Terminüberschreitung. Geburten 3 Wochen vor bis 2 Wochen nach dem errechneten Entbindungstermin gelten als sogenannte Termingeburten. Wofür der Entbindungstermin überhaupt nötig ist? Den ungefähren Geburtstermin zu kennen, hat auf jeden Fall ein paar organisatorische Vorteile. Zum einen ist es für den Arbeitgeber sehr, sehr wichtig, um den Beginn des Mutterschutzes einplanen zu können. Davon hängt natürlich dann auch das Mutterschaftsgeld ab. Zum anderen hilft der Entbindungstermin den Krankenhäusern und den Geburtshäusern bei der Berechnung von Personal und Betten. Das ist allerdings leider auch ein Grund dafür, dass es viel mehr Einleitungen und Kaiserschnitte gibt, als es eigentlich sollte. Denn ein geplanter Eingriff ist zeitlich natürlich viel besser einzuplanen als eine natürliche Geburt. Nicht zuletzt ist mit Hilfe des Entbindungstermins das etwaige Alter des Embryos bekannt und davon hängen wiederum zum Beispiel Feindiagnostikuntersuchungen ab oder Tests wie der Zuckerbelastungstest und generell das Timing aller Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft. So wird der voraussichtliche Geburtstermin ermittelt. Vielleicht denkst du, dass der Entbindungstermin danach berechnet wird, wann die Befruchtung stattgefunden hat. Da der Tag der Zeugung aber eher selten genau bekannt ist, nutzt die Frauenärztin zunächst einmal eine relativ ungenaue Methode und sichert sich dann durch einen Ultraschall nochmal ab. Für die Berechnung benötigt sie nur den Beginn der letzten Periode, bevor man schwanger wurde. Diese Methode geht erst einmal davon aus, dass der Zyklus 28 Tage dauert und der Eisprung am 14. Tag stattfindet. Die Formel dafür sieht erst einmal relativ kompliziert aus, ist es aber nicht, wenn man einen Jahreskalender benutzt. Und zwar lautet sie wie folgt: Der Entbindungstermin ist gleich der erste Tag der letzten Regelblutung plus 7 Tage minus 3 Monate plus 1 Jahr. Wenn dein Zyklus länger oder kürzer ist oder du deinen Eisprung ganz genau kennst, dann kann die Berechnung natürlich dementsprechend angepasst werden. Mit unserem Geburtsterminrechner geht das alles ein wenig schneller und auch viel leichter. Heraus kommt der Tag mit der höchsten Geburtswahrscheinlichkeit, also eben jene 4%, von denen wir am Anfang sprachen. Schwangerschaften können unterschiedlich lang sein. Die Medizin ging bis vor einigen Jahren noch davon aus, dass eine Schwangerschaft vom ersten Tag der letzten Periode bis zum Entbindungstermin 280 Tage dauert. Abweichungen wurden auf einen zu frühen oder zu späten Eisprung geschoben. Auch wenn der Tag des Eisprungs eine Rolle spielt, eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2013 hat seine Verschiebung als alleinige Ursache ausgeschlossen.
Das Team dieser US-amerikanischen Studie berechnete nämlich mit Hilfe des Hormonspiegels den exakten Tag der Ovulation, also des Eisprungs. Und theoretisch hätten die so ermittelten Entbindungstermine ja wirklich ziemlich genau sein müssen. Das waren sie aber nicht. Die Schwangerschaftsdauer schwankte trotzdem um ganze 37 Tage und das bei nur 125 untersuchten schwangeren Frauen. Babys im Mutterbauch entwickeln sich also unterschiedlich schnell. Der Beginn einer natürlichen Geburt, also Frühgeburten und Einleitungen mal ausgenommen, hängt aber davon ab, wann das Baby selbst durch Hormone den Startschuss gibt. Was sind nun die Faktoren, die die Dauer der Schwangerschaft beeinflussen können? Zunächst einmal hätten wir da, wie eben schon erwähnt, den Zeitpunkt des Eisprungs, da der Entbindungstermin immer noch nach dem Beginn der letzten Periode ermittelt wird, kann ein später oder früher Eisprung im Zyklus die Schwangerschaftsdauer definitiv verändern. Bei einer Ultraschalluntersuchung wird das Datum dann meist entsprechend angepasst. Außerdem haben wir dann noch den Tag der Einnistung, also wie lange die befruchtete Eizelle für die Einnistung braucht, ist ganz unterschiedlich von Frau zu Frau. Natürlich beeinflusst auch die Einnistung die Schwangerschaftsdauer, ganz klar. Dann haben wir die Länge der Schwangerschaft bei früheren Kindern. Wenn du bei früheren Kindern über den Termin gegangen bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch das zweite oder dritte Kind länger im Bauch tragen wirst. Als nächsten Punkt hätten wir die Dauer der Schwangerschaft in deiner näheren Familie. Die Gene sollen ja bekanntlich auch eine Rolle spielen. Wenn dich deine Mutter ebenfalls länger ausgetragen hat, dann kann es gut sein, dass deine Schwangerschaft ebenfalls lange dauern wird. Der nächste Punkt wäre das Alter der Frau. Man sagt, dass die Schwangerschaft pro Lebensjahr der Schwangeren um einen Tag länger dauern könnte. Der nächste Punkt wäre das Gewicht der Frau bei der eigenen Geburt. Ein höheres Geburtsgewicht der werdenden Mutter spricht für eine längere Schwangerschaft und umgekehrt. Also am besten mal die Eltern fragen, wie viel ihr bei eurer Geburt gewogen habt. Der nächste Punkt wäre die Entwicklung des Babys im Mutterleib selbst. Manche Babys entwickeln sich einfach schneller als andere. Das ist völlig normal und das kann, muss aber nicht unbedingt mit der Versorgung des Babys im Mutterleib zusammenhängen. Dann hätten wir da noch Erkrankungen kurz vor dem Entbindungstermin. Viele kennen das. Kurz vor der Geburt erwischen viele Schwangere noch irgendwelche Keime und dann plagt sie eine fiese Erkältung. Wenn du richtig krank bist, dann ist dein Körper so schlau, die Geburt etwas herauszuzögern, damit du einfach bei der Geburt dann wirklich all deine Kräfte wieder beisammen hast und bestens vorbereitet in die Geburt starten kannst. Was ist nun das Fazit des Ganzen? Nun, sei am besten auf alles vorbereitet, denn auch wenn alle Indizien auf eine eher längere Schwangerschaft schließen lassen, kann es doch sein, dass alles anders kommt. Erledigungen, Formalitäten und Co. solltest du also wirklich nicht auf die lange Bank schieben, denn die Erfahrung zeigt, dass viele Kinder wirklich schon 1 bis 2 Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin zur Welt kommen. Wenn du dann noch mitten in den Vorbereitungen steckst, kannst du unter der Geburt vielleicht nicht so richtig entspannt sein oder bist gestresst und hast noch alle möglichen Sorgen im Kopf herumfliegen. Das Beste ist also, wenn du bis spätestens zur 38. Schwangerschaftswoche mit allem durch bist und dann einfach einen freien Kopf hast und es im Grunde jederzeit losgehen kann. So, das war es auch schon für heute von meiner Seite. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben für dieses Video dalasst. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Bianca von Babelli.